Hallo ihr Quirlinge, weiter geht's mit Merit und seinen Gefährten in den Katakomben von Kenabris. Wir haben durch List und Tücke uns in der letzten Episode das hier erschlichen, eine Erste-Hilfe-Ausrüstung. Damit könnten wir bei einem von euch das Schmutzfieber wegputzen. Rettungswurf, Schwierigkeitsgrad 12. Einmal pro Tag. Zähigkeitswurf. Plus 4. Das heißt, du musst eine 8 würfeln. Na, schwierig. Du auch. Das könntet ihr aber beide schaffen. Vielleicht hebe ich das erstmal lieber auf, weil im Moment macht es ja noch nichts. Wobei die Inkubationszeit ist 1D3 Tage. Ich weiß nicht, wann das kommt. Ah, die war kein Risiko eingehen, ha? Merit des Kavalier und sagt, das geht an Valmod und es tut jemand mit einem hohen Wert in Religion. Das ist natürlich Firi. Wenn sie das kann, dann ist es beten. Achso, das brauchst du ja gar nicht. Ja, das wird automatisch verbraucht. Jetzt mach bitte keinen Scheiß, Firi. Echt. Naja. Schmutzfieber entfernt. Eine 20 gewürfelt. Wow, 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 wow. Nee, eine 11. Gar nicht wahr. Gut. So. Jetzt hier weiter am Text. Oh, Scheiße. Der Blödwaran. Okay, jetzt müssen wir aber ganz schnell sein. Rekard weiß noch, was zu tun ist. Er sagt zu Tuvel, komm mit, komm mit, komm mit, komm mit, komm mit, komm mit. Dass alle hier rüberlaufen, damit... Ja, gut, du kannst vielleicht auch helfen. Damit klar ist, für den Varan, in welche Richtung er laufen soll. Ist er aber schnell. Ja, du hast halt die kürzeren Beine. Merit kommt ein Stück weiter wieder. Aber wir lassen das mal... Hoffentlich Valmod machen. Die auch zum Glück vor dem Varan dran ist. Valmod ist irgendwie klar, oder? Hallo? Es ist doch wohl bildlich über den Varan drüber gerollt. Oder stirbt er erst, wenn er dran ist? Das kann auch sein. Also, das ist jetzt ja irgendwie... Also... Das war eine 7 für Rekard. Gezählt. Okay, habe ich umsonst aufgeregt, 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 aufgeregt. Dahin, weil dann kriegt er wenigstens einen Angriff, wenn alle... neben ihm stehen, wenn er aufsteht. Wie lange ist er denn jetzt eigentlich weg? Das sehen wir nicht, ja? Ah, gut, also du kannst nicht mehr angreifen in der Runde. Merit. Auf ihn mit Gebrüll. Nein, doch nicht jetzt eine 1 würfeln! Ihr macht es mir echt so schwer. So geht das. Guck mal, was ihr für Schaden macht. Du hast keine Zeit, auf den Dolch umzusteigen, hinzulaufen und zuzustechen. Das geht nicht. Das ist... Es tut zwar eigentlich Not, aber...
Wobei die RK ist im Moment auf 17, glaube ich. Nee. Dann ist tatsächlich besser, du stellst um und stellst dich mit ran. Für den Gelegenheitsangriff, der gleich kommt. Firi. RK 17. Plus minus 0. Das wird nichts. Dann lieber ihn buffen. Oder Schaden machen. Jetzt stehst du auf, oder? Nee, er liegt noch eine Weile länger. Oh, das ist gut. Ich reg mich nicht auf. Sagt mal! Ihr wollt nicht gewinnen, ha? Also Walmut will gewinnen. Die würfelt häufiger mal gut. Aber alle anderen, ist ja Fehlanzeige. Ja, eine 2. Eine 2 für Rekard. Auch eine 16 wäre möglich gewesen. Haben wir die überhaupt schon mal gesehen, eine 16 bei dir, Rekard? An eine 2 erinnere ich mich sehr, sehr oft. Ja, das ist genau das Problem. Wenn ihr den nicht trefft, dann macht der euch jetzt alle platt. 7. Es ist aussichtslos. Wir verlieren das. 4. 17 und 14 wäre auch möglich gewesen auf dem W20. 10. Das ist nicht mehr zu erklären, was hier passiert. Jetzt geht der nächste down. Achtung. Ja, klar. Da kam eine 16. 8 für Rekard. Wir haben verloren. Das Vieh gewinnt. Es gewinnt einfach. Das war Firi. 10. Leute, ihr würfelt wie die Ersten. Oh. Und dann ausrechnet Rekard, der trifft. Mit nur 20. Siehst du, man kann eine 20 würfeln. Dann ist das Thema in der zweiten Runde weg. Statt in der siebten Runde. Gefühlt. Und alle sind down. Oh, ich reg mich auf hier. Vor allen Dingen, weil jetzt diese scheiß Geschicklichkeitsschadens-Debuffs noch ticken. Varangift. 3 Leute. Klasse. Ist das scheiße. Leute, 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 ich weiß nicht, wie das weitergehen soll hier mit euch. Ey, das ist wirklich, also das ist derartig erniedrigend, da euch würfeln lassen zu müssen und dann zu sehen, dass das hier W10 minus 3 ist, was ihr da würfelt. Das regt mich wirklich auf. Die Tür öffnen. Geht wenigstens das? Nee, geht nicht. Dazu müsst ihr von der anderen Seite ran. Wie kommen wir denn an die andere Seite überhaupt? Das ist eine gute Frage. Geht's? Ah. Ach, hier geht's ja weiter. Dann müssen wir wohl jetzt hier lang, ha? Huh? Was ist denn das? Mischvölkler. Da liegt ein toter Tausendfüßler. Lan, bist du hier? Wir brauchen dich. Es scheint ein... Ah, da ist jemand namens Milaum. Gut, mit dem können wir reden. Der kann uns hoffentlich das Gift wegputzen. Wahrscheinlich nicht. Warum sollte er das können?
Merit führt das Gespräch. Hä? Wer ist da? Das wirre rote Haar des Zwergs ist mit merkwürdigem Schleim bedeckt. Und seinen Bart zieren Spinnweben und ein angenagtes Spinnenbein. Zahllose Taschen, Reagenzgläser und alchemistische Geräte hängen an seinen kreuz- und quer umgeschnallten Gürteln. Und ein hässliches, violettes Geschwür verunschaltet seinen Hals. Schön, dass die Beschreibung jetzt hier aufhört und nicht noch weitergeht. Wer macht hier solchen Lärm? Seid ihr für dieses Getöse verantwortlich? Wir wurden von Kultisten gefangen gehalten und sind eben erst entkommen. Könnt ihr uns mit Waffen oder Vorräten aushelfen? Ob ich das kann? Natürlich kann ich das. Ich habe haufenweise Krempel. Ein Teil davon habe ich ausgegraben. Vieles wurde vom Fluss angespült und einiges habe ich getauscht. Das heißt allerdings nicht, dass ich es euch einfach so überlasse. Vorräte zu verschenken ginge eindeutig zu weit. Ich bin in den Untergrund gegangen, um von Bettlern wie euch verschont zu werden. Lass mich raten, der will uns die violetten Pilze abkaufen. Und jetzt geht ihr mir selbst hier auf die Nerven? Pa! Aber ich denke, wir könnten handeln. Ihr könnt in Gold bezahlen und versucht gar nicht erst zu feilschen. Falls ihr kein Gold habt, können wir tauschen. Kennt ihr euch mit Pilzen aus? Den gelblichen, leuchtenden, ziemlich klein mit dünnen Stielen? Man kann viele wunderbare Tränke aus ihnen brauen. Bringt sie mir und ich bezahle mit gutem Gold. Was? Was habt ihr da? Ein Seil? Gut und stark, das könnte ich gebrauchen. Ich mache euch einen guten Preis, wenn ihr es mir verkauft. Rickard. Verkauft es besser nicht. Rickard spricht leise, damit ihn der Alchemist nicht hört. Wir könnten das Seil selbst gebrauchen. Ja? Wer seid ihr? Ihr fragt mich, wer ich bin? Sollte ich nicht euch diese Frage stellen? Der Zwerg schnaubt entrüstet und fixiert dich mit seinen stechenden grünen Augen. Das Geschwür an seinem Hals öffnet ein drittes Auge, das dich noch misstrauischer betrachtet als die beiden anderen. Seid ihr Inquisitoren? Strafvermittler? Steuereintreiber? Ich bin in den Untergrund geflohen, um euch Blutsaugern zu entkommen. Aber ihr seid mir hierher gefolgt? Verschwindet! Millon Brower schuldet euch rein gar nichts. Und Rickard, wartet! Ihr seid Millon Brower? Oh, wow. Alle dachten, ihr wärt gestorben, als euer Labor in die Luft geflogen ist. Von wegen. Dachtet ihr wirklich, Millon würde sich in seiner eigenen Schlinge fangen wie ein tollpatschiger Lehrling? Das wird nicht passieren. Der Alchemist schnaubt. Ich habe mein Labor gesprengt, als diese Parasiten beschlossen haben, es zu versiegeln. Die Ermittler können mir gestohlen bleiben, genau wie die Steuereintreiber. Dämonen sind in die Stadt eingefallen. Kenabres brennt. Wirklich? Hahaha. Der Zwerg lacht schallend und schlägt sich auf die Schenkel. Ein Glück. Sie haben mich aus der Stadt gejagt und jetzt, wo die Dämonen hier sind, haben sie nichts, um sich zu verteidigen. Ich wette, mittlerweile hätten sie gerne ein paar meiner Bomben. Tja, aber dafür ist es zu spät. Ich gehe nicht zurück, also frag gar nicht erst. Wie überlebt ihr hier unten? Mir gefällt es hier eigentlich besser als in der Stadt. Der Laden hier ist geräumig, es gibt reichlich zu essen und die Zutaten für meine Experimente wachsen buchstäblich aus dem Boden. Und das Beste ist, dass es hier keine Wichtigtuer gibt, die mir auf die Nerven gehen, mich fragen, was ich brauche oder Geld von mir verlangen. Das ist ein echter Zwerg. Was sind das hier für Ruinen? Sie sehen aus wie ein verlassenes Dorf. Einst lebten hier Mischlinge. Ihr wisst schon, die gehörnten Butzemänner aus den Schauergeschichten alter Weiber, die im Untergrund lauern. Wie es scheint, waren die Geschichten tatsächlich wahr. Sie sind übrigens anständige Leute, bleiben gerne unter sich. Ab und an handle ich mit ihnen. Ich habe sie nicht von hier vertrieben, falls es das ist, was ihr wissen wollt. Die Höhle war schon verlassen, als ich herkam, also habe ich mich hier häuslich eingerichtet. Spare der Zeit, so hast du in der Not. Was habt ihr da am Hals? Oh, das! Der Zwerg lächelt zärtlich, während er das fleischige Geschwulst von seinem Hals nimmt und wie ein Kätzchen krault. Es öffnet sein Auge und schnurrt zufrieden. Darf ich euch Quinny vorstellen? Das ist die Abkürzung für Quintessenz und sie ist ziemlich schlau.
Wer ist ein kluges Mädchen, Quinny? Du bist ein kluges Mädchen. Ja, das bist du. Hier, für dich. Der Alchemist zupft eine tote Spinne aus seinem Bart, gibt sie seiner Gefährtin und setzt das Geschwulst wieder an seinen Hals. Oh. Quinny. Also, er machte bisher nicht den Eindruck, dass er Musik mögen würde. Andererseits ist das ja vielleicht genau das, was er hier unten nicht hat. Das mit der Zwergin, das liegt so nahe, dass er, also... Mögt ihr Musik? Wir haben einen berühmten Geiger bei uns. Ich kann ihn bitten, für euch zu spielen, wenn ihr wollt. Musik, sagt ihr? Das ist schön. Ich würde sagen, meine Ohren haben etwas Aufmunterung verdient. Die Stille hier macht sie traurig. Bringt euren Fiedler her und lasst ihn etwas spielen. Wenn es im Untergrund eine Sache nicht gibt, dann gute Musik. Stört mich nicht, die Bohne. Gut gemacht, Junge. Hier ist eine Kleinigkeit für deine Mühen. Ah, okay. Ich hatte doch recht, wobei ich weiß ja nicht, was er gesagt hätte, wenn es hier um Frada Lindstoten gegangen wäre. Aber gut, dass der Geiger hier spielt, um uns ein bisschen zu helfen, das ist, glaube ich, für ihn kein Problem. Freda mit ihm flirten zu lassen, das ist schon eine andere Nummer. So. Während das alles passiert, schaut sich Rekard hier mal um. Findet was? Eine Schriftrolle Segen. Und hier... wo sind denn die? Ach, da unten. Ja, das sind genau die Pilze, die er von uns haben will. Wie soll man da hinkommen? Ja, das geht nur auf unbekannten Wegen. Das machst du bitte nicht. Das ist die Brücke Richtung Eingang. Ach, die Unterwäldler, die Mischvölkler, die haben das gebaut, diese Brücke. Und sie haben sie so gebaut, dass sie auch hochziehen können, um vor Spinnen, Varanen und dergleichen zu fliehen. Verstehe. Aufzug benutzen. Hä? Der fährt uns dann hier runter. Was machen wir dann da unten? Jetzt irgendwie weiter. Aha. Rekard, gibt es hier irgendwo etwas, was du entdecken kannst? So geheimversteckmäßig? Genau. Rekard würfelt eine 18. Das muss verzeichnet werden. Das hier scheint kein Stehlen zu sein. Das ist vielleicht noch von den Mischvölkern. Eine leere Flasche und ein bisschen Mehl. So, ich glaube, jetzt müssen wir mal mit ihm sprechen. Okay, das mit Frada geht jetzt nicht noch. Ihr dürft mir gerne in die Kommentare schreiben, was passiert wäre, wenn man Frada hier zu ihm hingeschickt hätte. Der Geiger hat uns 15 Goldmünzen und ein bisschen einen entspannten Zwerg eingebracht. Wollt ihr handeln? Das ist ein Ja. Wir haben 75 Goldmünzen. Eieieiei. Also, Massenverkauf. Das ist Kram, den wir nicht brauchen. Den kann er uns abkaufen. Das Seil gibt er uns für 20, aber das Seil würde ich ungern verkaufen. Diese vermeintlichen Kurzspeere sind überhaupt nichts wert. Aber der ganze Kram ist auch nur 4, echt? Ah, Moment, das gebe ich dir nicht. Ich gebe dir nur Sachen, für die du mir auch was gibst.
Ich habe Hundepelz dabei. Also eine Pfeife, eine Urne, eine Karte und einen Ring. So. Er hat Waffen. Er hat Rüstungen. Er hat keine Ringe. Er hat Zutaten. Er hat solche Geschichten hier. Aber sowas wie diese Heilausrüstung hast du nicht, ne? Also auf den allerersten Blick macht es mich jetzt nicht komplett irre, was er so hat. Drei Lord Goldstücke, das kannst du vergessen. Was will ich denn haben? Also dann ist ja Waffe und Rüstung ja vielleicht doch das Beste, was man kaufen kann. Merit könnte damit umgehen, richtig? RK2. So. Ich jetzt wüsste, womit Merit am besten umgehen kann. Merit hat keinen Fokus. Also keinen Waffenfokus. Also ein Langschwert wäre schon gar nicht schlecht. Da geht ein Malus von minus 2 weg. Also ich könnte Merits Angriffsbonus um 2 erhöhen. So viel habe ich gar nicht. Achso, die Pilze, natürlich. Hier. Oh, dafür gibt er uns 20. Ah, die Pilze sind was wert. Die sind was wert. Die sind echt was wert. Jetzt würden wir ihm noch 64 zahlen müssen. Wir haben noch 11 Goldstücke übrig. Person vergrößern. Das kann wichtig werden. Wobei, alles, was du nicht zaubern kannst, das weiß ich aber gar nicht, was du nicht zaubern kannst. Drei Goldstücke. Eins. Also außer den Pilzen und dem Seil interessiert ihn hier wirklich nicht so wirklich was. Die Großtat des Prälaten Hulruhen. Beschlagen Sie da RK3, RK2, RK1, RK4. Die 45er wäre die beste. Aber da brauche ich ja zwei Pilze für. Für eine Rüstung. Ja, trotzdem. Merit, gratuliere zu einer Standardausrüstung. Ja, den Malus sieht man hier nicht, aber der war ja da. Er steht ja hier drin. Und du hast ein Schild. RK steigt auf 12. So. Dieses rostige Langschwert. Braucht wahrscheinlich niemand. Es ist vermutlich sogar schlechter als das hier, was du in der Hand hast. Genau, ist es auch. Das können wir ihm verkaufen, denke ich. Aber ich glaube, die Spielmechanik ist ja ganz offensichtlich. Wir müssen versuchen, Pilze für ihn zu finden. Tja, wo sind diese Pilze? Vielleicht ja hier unten.
wir können zumindest mal schauen. Hallo? Jetzt sind wir hier unten. Wie geht's hier weiter? Ein Spinnenschwarm. Was hat der für eine Wahrnehmung? 4. Der scheint allein auf weiter Flur zu sein. Wir könnten es mal probieren. Speichern. Der bewegt sich. Naja, Mary, du stehst davon. Dann steht da Valmo. Valmot, genau, irgendwie so. Da stehst dann du. Ja, Mary, vielleicht doch ein bisschen eher da. Und du stehst da hinten. Sortiert euch. Und Rekard versucht mal anzugreifen. Halt, das mach's aber bitte mit dem Bogen. Es war eine unter 10 garantiert. Eine 6. Das ist wie verhext. Das glaubt einem keiner, wenn man es nicht protokollieren würde, was der so zusammenwürfelt. Du hast diesen Angriff. Wobei, ist der Schwarm wirklich so schlimm eigentlich? Berührungs-RK ist mit 17 relativ hoch. Das mache ich dann nicht. Du musst warten. Du kannst jemanden buffen. Zum Beispiel Valmot. Du kannst vielleicht schon den Schwarm studieren. Nein, kannst du nicht. Und er kommt natürlich zuerst. Klar. Rekard ist von Spinnen umkrabbelt. Und würfelt da einer 6, eine 5. Auch eine 15 wäre möglich gewesen. Es wäre sogar wahrscheinlicher, dass nach so einer niedrigen Zahl mal eine hohe Zahl kommt. Aber nicht bei Rekard. Nein. Ich will die Passierstärke haben. Ah ja, der ist immun gegen Hiebwaffen. Das ist toll. Rekard würfelt eine 5. Ich kommentiere es bald nicht mehr. Almut würfelt eine 20, aber das Schwert macht Stichschaden. Dagegen ist er immun. Der ist ja gegen alles immun. Ich brauche die Fackeln. Merk, wir brauchen die Fackeln. Es geht nicht anders. Und dann kommst du natürlich nicht mehr hin, um hier anzugreifen. Das ist schade. Ich glaube, Firi kann nur buffen. Fackel.
ein. Wow. Stärke Schaden, mein Gott. Also wirklich jedes dreckige Vieh hier unten macht irgendwelchen Attributsschaden. Das finde ich auch ganz famos. Baycard kann gar nichts mehr machen. Du versuchst es mit einer anderen Waffe. Wird nichts. Wird nichts. Leute, über der 10 würfeln. Es ist so langweilig mittlerweile, dass ihr das nicht könnt. So, alle 10 Kampfrunden kommt da mal eine 18, 19 oder 20. Und die von Walmut, die hat nichts genutzt. Wegen Waffenimmunität. Ja, du kannst nicht. Er haut hier rein. Down. Ja, der eine Spinnenschwarm macht uns kalt. Ja, das ist eine 4. Rekard würfelt eine 6, eine 5 und eine 4. Nachdem er schon 6, 5 und 4 Episoden lang nur solche Zahlen gewürfelt hat. 3. Ah, ich habe gespeichert, das wird geladen. Merit würfelt wenigstens mal eine 14. Das ist immer noch weit von der 20 entfernt. Und macht einen Punkt Schaden bei diesem Ungeziefer. Also, das hätten wir anders angehen müssen. Hierfür brauchen wir... Ja, das ist verloren. Ich lade das. Also, Rekard hätte den Kampf auf jeden Fall mit der letzten uns verbliebenen Säurebombe machen sollen. Wir haben doch hier hinten auch den Toten... Da können wir noch weitere Säure abzapfen, richtig. So, gegen hinterhältigen Schaden sind die, glaube ich, relativ immun. Oh, Leute, doch nicht immer alle. Mensch. So, hier schon mal umstellen. Geh mal weiter. Du schmeißt das sonst irgendwo hin, wo der Schwarm gar nicht mehr ist. Das sehe ich schon kommen. Sieben Schaden. So muss man das machen. Da ist jetzt nämlich nur noch eine einzige, nein, zwei erfolgreiche Attacken. Leider hilft deine göttliche Entladung nicht, weil die gegen eine konkrete Kreatur sich richtet und das ist bei einem Schwarm nicht möglich. Übrigens, Rekard hat eine 19 gewürfelt. Ah, es geht also doch. Land schießt immer mit dem Bogen auf Schwärme. Mal gucken, ob du das auch kannst in der nächsten Runde. Der Schwarm kommt jetzt. So, Walmut ist angegriffen. Wehrt sich. 4, wird nichts. Du buffst Truvel. Merit, du kannst treffen mit einer 1. Mit der 20. Ja, noch ein Lebenspunkt. 7, reicht nicht. Ihr wollt, dass die Spinnen nochmal drankommen, gell? Denn Rekard trifft garantiert nicht. Eine 3. Ja, 6, 5, 4, 20 und 3 ist im Durchschnitt halt auch keine 10,5, Rekard. Ja. Jetzt kriegt einer auf die Schnauze. Leute, es ist noch eine Spinne. Bitte, bitte, bitte. Einmal nicht versagen. Ach, Merit ist irgendwie kränklich, kann gar nicht angreifen. Wie lange? Nächste Runde kann er wieder. Truvel, es ist an dir. 11 ist einer zu wenig.
Ja, und auf Rekard muss man nicht hoffen. Eine 4. Das ist ein Meme mittlerweile. Ihr wolltet den Stärkeschaden. Ihr wolltet ihn. Ihr habt drum gebettelt und ihr habt ihn bekommen. 2. Sag mal, war das bei euch, die ihr das gespielt habt, auch so ein Krampf mit der Würfelei? Ich würfe doch nur wirklich erwiesenermaßen in einer langen, 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 langen Zeit richtig unterdurchschnittlich. Also bei den, die nicht Rekard heißen, geht es ein bisschen besser als bei Rekard, aber auch nicht viel. Ja, ich habe auch 17, 18, 19, 20, aber irgendwie jeder fünfte Wurf. Ach, Quatsch, was rede ich? Jeder achte bis zehnte. Aber so 3, 4, 5, das ist immer dabei. Ja. Merit ist ja gleich dran. Du kannst nichts tun. Merit, triff. Oh. Jetzt kommt mal bitte wieder zu euch. Leute. So. Wir haben Varangift hier noch und Stärkeschaden und ach, es ist alles scheiße. Haben wir wenigstens einen Pilz hier jetzt oder nicht so? Das ist nicht dein Ernst. Wobei, das ist ein richtiger Gegner, mit dem kann man vielleicht besser umgehen. Ach, ich habe keine Fokussierungen mehr. Also den Kampf gegen die Spinne mache ich noch, aber dann müssen wir wirklich anfangen, wieder zum Lager zurückzugehen. So, die Spinne kommt hier angekrabbelt. Ich wollte gerade sagen, was machst du da? Wir sind nicht im Kampf. Noch nicht. Jetzt sind wir im Kampf. Wow, 14 gewürfelt. Rekard. Da kannst du die nächsten 3 Runden unter 7 bleiben. Leider ist die Spinne schneller als Rekard. Und leider wird Rekard das jetzt das Leben kosten. Wobei, wir können ihm das zwar anschalten. Na, kommt aber ein Stück weiter. Ey, ich hab dir sogar das Turnen angeschaltet. Aber das ist dir ja auch alles egal. Aber der Zähigkeitswurf mit der 19 war erfolgreich. Leider auch der Gelegenheitsangriff. Aber der Beweglichkeitswurf war mit einer 1. Mit einer 1 total daneben. Ah, das ist so eine Angeberspinne, das sehe ich schon. Ja, dann hat sie jetzt ja keine Aggro mehr. Also, ne? Kann sie den nächstbesten aussuchen, das ist dann Merit. Ja, klasse. Das wird in die Hose gehen. Der Kampf ist richtig mies gestartet. Mehrere trifft. Firi. Buff Merit. So, du
Ja. Hier hast du eine höhere Trefferchance wegen des Zangenbonus. Aber das nutzt bei einer 6 überhaupt nichts. Daneben. Gut. Das waren 8 Schaden. Sehr gut. Merit, du bist gebufft. Mach was draus. Nein, 4 ist zu wenig. Und jetzt kommen sie halt auch durch mit ihren Angriffen. Ja, 4 Schaden. Mühsam. Da ist der Gegenangriff. 7 ist zu wenig. 3. Ich sehe immer nur solche Zahlen. Ich möchte 13, 14, 15, 16, 17 sehen. Und die nächste Scheißvergiftung hier. Stärkeschaden. Klasse. So, du bist nächste Runde down. Und kannst nichts mehr tun, um uns zu helfen. Das war Merit. Crit. Ja, das werden wir wohl verlieren. Weil... Das ist eine 4. Das ist doch langsam wirklich auffällig, dass das... Das muss doch im Code drinstecken, dass hier abgezogen wird vom W20-Wurf. Wir kämpfen jetzt bis zum Untergang. Und der ist jetzt 2 Spinnen, keine Chance. So, ich glaube, wir nutzen in diesem Kampf hier unsere Flammenbogenspruchrolle. Da hinten sind bestimmt Pilze. Die sind mir wichtiger als ein Flammenbogen. Ach, jetzt komme ich schon. Ah, Reflexrettung geschafft. Wir warten auf die Spinnen. Verkrümelst dich, du hast die Akro. So, Valmod. Das war eine gesunde 11. 4 Schaden. Merit. 1. Rekard. 7. Und da ist die Verstärkung. Leider die Verstärkung für den Gegner. Treffer, 7 Schadenspunkte. So, du buffst wieder Valmod, wenn das geht. Ja. Jetzt keilt die erste Spinne zurück. Ah, Schwein gehabt. Valmod, das kannst du jetzt zurückgeben. 8, reicht nicht. Merit. Was war's? 5, reicht nicht. Rekard 9 reicht nicht. Rekard, du bist gleich down. So, du machst den da. 6. Ich habe eine 8 gewürfelt, eine 5. Und eine 9. Und eine 6. 8, 5, 9, 6. Bei 4 Würfen müsste man davon ausgehen, 2 unter 10, 2 über 10. Das ist dann der Preis, den wir zahlen müssen.
Ja, da kommt die 20. Gut. Und da kommt eine saftige 13. Ja, und dann geht das auch voran. Jetzt wäre es okay, wenn wir jetzt nur noch unter 10 würfeln. Ich meine, Rekord trifft sowieso nicht. Aber dann wäre die Runde irgendwie wieder statistisch normal. Aber auch er trifft jetzt mit der 13. Gut. So, wen sucht die Spinne sich jetzt aus? Rekord, der liegt. Greif an. 10. So, Walmut darf nochmal. Zehn. Reicht nicht. Merit. 4. Reicht nicht. Du machst jetzt dein Feinstudiererei und haust kräftig gegen das fünfte Spinnenbein. Und das war sehr empfindlich. Das könnten wir jetzt echt gewinnen. Walmut wieder. Die hat eh schon die besten Boni. Boah. Ein mächtiger Röhrer von Walmut. Und leider kein Röhrer mehr von mir, denn wir haben jetzt wirklich den Zustand der höchsten Erschöpfung erreicht. Da ist ein Pilz, da komme ich aber nicht hin. Überqueren. Ja, von wegen. Wer weiß, wo ich da lande. Ah, da könnte ein Pilz sein. Natürlich, da ist auch einer. Oh, da muss... Ja, da ist doch garantiert doch eine Spinne. Ja, komm. Ein Schwarm. Da brauchen wir auf alle Fälle nochmal so ein Döschen. Das heißt, wir müssen auf alle Fälle mit unserem zwergischen Naturburschen zurück über den Aufzug. Wir haben ein paar Gläser, aber die müssen noch gefüllt werden. Hier. Von Zwergi. Oder von irgendwem, der glaubt, das besser zu können. Kann aber keiner. Ja. 2. Immerhin. Jetzt kann ich auf den Schwarm eine Bombe werfen und habe dann vielleicht nochmal einen Pilz. Der hat 20 Goldstücke wert und damit komme ich einer Rüstung oder irgendwas Schönem einen Schritt näher. Ich weiß auch gar nicht, wie der Weg eigentlich weitergeht. Wir müssen hier hinten sogar lang, denke ich, denn da müssen wir irgendwie rein. Nun gut, also. Wir brauchen Rekard. Der kann die schon mal nehmen, weil er ist der Einzige, der da noch hinterhältigen Schaden machen kann. Schleicht, speichern. Und volle Attacke. Oder auch halbe Attacke, ist mir egal. Alles, was dir hilft, um diesem Schwarm so richtig eine auszuwischen. 3 Schaden ist leider richtig übel. Es war auch ein kritischer Fehlschlag. Es war eine 1. Eine 1 in die Statistik von Rekard. Der sich jetzt ganz schnell davon machen muss. Du wechselst auf die Fackel. Das wird echt schwer jetzt für euch. Du buffst den Zwergen. Wappen. 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 Du buffst Merit. Der Schwarm kommt gar nicht. Naja, wenn er nicht kommt, dann werfe ich die zweite Flasche hinterher.
Du buffst ihn. Jetzt kommt er. Rekard, auch wenn es Ressourcenverschwendung ist, aber versuch's. Ja, klar. Wieder Fehlschlag. Rekard würfelte 4. Es wird alles dokumentiert. Ich freue mich schon auf die Auswertung. Nicht. Aber immerhin, noch 3 Punkte. Das kann man ja vielleicht schaffen. Nein, 6 gewürfelt. Nein, 6 gewürfelt. Nein, 4 gewürfelt. Buff Merit, der hält am längsten durch, vermutlich. Jetzt geht's Walmut an den orkischen Kragen. Nee, gar nicht wahr. Na komm, Rekard, tu was. 8, reicht nicht. 10 reicht nicht. 12 reicht nicht. 7 reicht nicht. Es ist eine 13. Es ist nur eine 13. Mhm. Leute, ihr kriegt so viel Schaden. Das war eine 6 für den Rekard. Ah, 19 war Merit. 6 wieder. 14, aber du machst keinen Schaden, überhaupt nicht. Boah, ihr seid so kaputt, wenn ihr hier rauskommt. Wenn ihr überhaupt noch rauskommt. 13. 1 Schaden, 18 gewürfelt. Da kannst du keinen Schaden machen. Wieso? Was ist mit dir jetzt los? Warum? Was hast du für ein Problem? Weiß nicht. Ja. Das muss ich laden. Der Schwarm macht uns kaputt. Also, so ein Spinnenschwarm ist okay, wenn man die Säurebombe einsetzen kann. Und zwar erfolgreich. Wenn man das zweimal so richtig kacke macht, dann ist die ganze Heldengruppe down. Naja, da war mal ein Treffer von Rekard. Eine 10 gewürfelt. So, dahin. Nee, komm, du machst keine Experimente. Hinter die Kollegen. Zwei. Du stehst nur da, um hier den Schwarm aufzuhalten. Ein Schaden. Rekard, komm. 3 Schadenspunkte. Wie viele Gelegenheitsangriffe waren das? Und warum trifft kein einziger davon? Ja, 2 meiner Fläschchen sind jetzt weg. Ich habe keine mehr. Für einen einzigen Schwarm. Ist es das wert? Naja, ich muss den Weg freikriegen. Ich glaube, das ist der Weg, der mich wieder zurückführt, da oben in diese Kanalisation. Und ich kann hier einmal Pilze farmen. Die will der Zwerg haben.
Ja, das geht hier weiter, nehme ich an. Oh je, na komm, die schaffen wir nicht mehr. Wir brauchen jetzt Heilung. Wir können ja auch irgendwas überqueren, aber das ist das nächste Todesurteil. Ich überquere hier gar nichts. Leider fressen meine Helden jetzt richtig heftigen Attributsschaden durch das Schlafen, weil dann vergeht die Zeit und dann triggert das alles. Ich glaube dann wohl lieber, dass sie ihre Zähigkeitswürfe schaffen. Aber vielleicht hat ja Venrat irgendeine kühlende Salbe im Gepäck. Ihr denkt, ich sitze in der Falle, Kultistenabschaum? Ha! Kein Gefängnis kann Rekard lange festhalten. Was ist denn los? Jetzt werden wir sogar noch überfallen. Mitten in der Nacht von einem Baphomet-Kultisten. Ich glaube, mein Schwein pfeift. Oh. Rekard trifft. 20. Ja, so muss man das machen. Genau so muss man das machen. Lager nicht getarnt, ja, genau. Puh. Okay, wir sind doch etliches losgeworden hier an Schaden. Geschicklichkeitsschaden bei Firi ist relativ egal, bei Merit ist es ein bisschen schade, weil er aufgrund einer nicht vorhandenen Rüstung natürlich hier noch ein bisschen was bekommen würde. Geschicklichkeitsbonus minus 2, das ist nämlich die Kacke, aber na gut. Die Helden sind halbwegs fit und auch die Krankheiten sind irgendwie alle weggewürfelt worden. Ja, manchmal könntest du doch würfeln. Wahrscheinlich rege ich mich zu viel auf, aber ich werde trotzdem weiter dafür sorgen, dass wir genau wissen, was... Was Rekard so würfelt und... Oh, ein Klefe-Meisterstück, ein Dolch, ein Kettenhemd. Ah, der Überfall, das war ja ein Glück, dass wir überfallen worden sind. Ja, Rekard hat beim Lagertarn mit einer gewürfelten 8 versagt. Und aus diesem Grund haben wir jetzt, da er dann mit einer 20 geglänzt hat, hier dicken Loot. Klefe, das klingt ein bisschen nach dir. Du hast einen gleichen hohen Angriffsbonus von 5, machst aber 5 bis 14 Schaden, das ist irgendwie deutlich mehr. Sehr gut, dann geht das weg. Die Klefe macht übrigens Hiebschaden, vielleicht nicht ganz unwichtig, und hat eine hohe Reichweite. So, wir haben außerdem gefunden einen normalen Dolch, aber ich glaube, den braucht niemand mehr. Du hast ein Meisterstück-Dolch? Nee. Du könntest ihn nehmen, aber... ob es viel bringt. Denn du hast auch schon einen. Gut. Und ein Kettenhemd natürlich. Das ist wie gemacht für Merit. Rüstungsklasse 4. Wow. Zack. Wow. Schick sieht aus. Das passt zur Haarfarbe. Auch der Schild schmeichelt den Haaren. So langsam wird ein richtiger Merit aus dir. Ein Schild hast du jetzt mittlerweile auch. Sehr schön. Es war auch Glück, dass es nur einer war. Also nur ein Kultist. So, und ich muss mich jetzt wohin auf den Weg machen? Ich muss jetzt wieder da runter. Ich muss die nächste Spinne hinter der Hütte von diesem griesgrämigen Zwergen killen. Denn irgendwie müssen wir uns ja hier nach oben arbeiten, um da hinten reinzukommen, weil sonst kommen wir hier nicht raus. Wo ist denn der Zwerg eigentlich? Da irgendwo? So,
Ja, und damit ist die Episode zu Ende. Mal ein erstes Zwischenfazit. Also, auch wenn ich viel rumnörgele, weil ich wirklich richtig mies würfle, mal ehrlich. Das könnte locker im Durchschnitt um 3 Punkte höher sein, was ich so würfle. Und dann wäre auch manches viel, viel einfacher. Aber das Spiel hier, dieses DLC, macht richtig viel Spaß. Ich finde den Dungeon richtig schön angelegt. Er ist bockschwer, finde ich. Und das, obwohl ich nur auf Schwierigkeitsstufe Kern spiele, wenn ich hier wirklich noch 2 Schwierigkeitsstufen drauflegen würde, dann müsste ich wirklich mit selbst erstellten Charakteren kämpfen, die hier noch ein paar Begleittiere mitbringen. Dann wäre es umso einfacher. Ich habe es ja schon mal angedeutet. Statt Tuvel, Valmod und Firi, sagen wir mal, vielleicht einen Wunderwirker sich basteln und 2 Jäger. Die 2 Jäger bringen dann 2 Watschenmietzen mit, beispielsweise. Dann hat man 2 weitere Kämpfer, die zulangen können. Und die Tierchen sind ja gar nicht so schlecht gegen Schwärme und gegen dieses ganze Viehzeug, was hier rumkrabbelt. Dann kann man den noch höheren Schwierigkeitsgrad wieder ein bisschen besser auskontern. Aber es ist angenehm schwer. Ich mag ja Herausforderungen. Und herausfordernd und mit einem hoffentlich mir wohlgesonneneren W20 geht's dann weiter hier mit den Helden in den Katakomben von Kenabris im nächsten Teil. Bis dahin.